Ja, servus Leute, herzlich willkommen zurück zu Smatwana. Letzten Mal hat das Ganze ja nicht so gut geklappt, wie wir ja gesehen haben. Deshalb versuchen wir das Ganze hier heute nochmal. So, zu se den Sägewerk hier müssen wir. Dann würde ich sagen, wir fahren da mal so irgendwie runter und dann hier kann ich denn eigentlich hier bei der normalen Stammausgabe auch Stämme aufladen. Naja, wir fahren ja so vorbei, da versuchen wir es einfach mal. So, X und A und die Handbremse lösen. Bin ich jetzt denn überhaupt richtig? Nee, jetzt fahren wir genau in die verkehrte Richtung, wo wir irgendwie nicht hinwollen. Kommen wir da rum? Nee, nie im Leben. Nie im Leben geht sich das hier aus. Jetzt aber, ja, bisschen gestreift, macht aber nichts. Macht aber nichts. Hoffe mal, dass ich hier überhaupt richtig bin. Aber müsste ja sein. Nur, dass wir uns da vielleicht nicht gerade den besten Weg gewählt haben. Aber es funktioniert schon. So, dann sollten wir da vorne ja auch bald wieder mal auf der normalen Straße sein. Das ist halt der Plan. Ja, da kommen wir hin nur. Das stellt einmal kein Problem dar. Hoffe nur, dass wir dann endlich unser erstes Holz hier abliefern können auf der Karte. Ah, und da vorne ist auch schon die normale Straße. Das ist ja schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ich hoffe es wirklich, dass wir das heute hier schaffen, unser erstes Holz abzuliefern. Ja, heute wird sich das vielleicht nicht ausgehen, aber dann beim nächsten Mal. Wenn wir nicht allzu großen Blödsinn hier machen, sollte es ja funktionieren. Das ist halt der Plan hier. Das ist der Plan. Oh, da können wir wenig Gas geben. Ah, komm. Aber auch die Lenkung hier. Naja, mit einem Lenkrad lässt es sich wahrscheinlich auch ein wenig schöner spielen als wie mit dem Controller. Denke ich mal. Und wir sind auch gleich da an unserem Zielpunkt. Wenn das jetzt klappt, dass wir da Holzstämme aufladen können, wäre das ja perfekt hier. Glaube ich aber nicht. Aber wir werden es ja gleich sehen. Klappt das hier oder nicht? Sieht nicht gut aus. Ah, doch. Ach ja. Brauche ich diesen Kran. Habe ich aber nicht mit. Den haben wir nicht mit.
So, die Holzstation war ja auch gleich hier unten. So, wo ist denn jetzt dieser Punkt? Da haben wir den. Dann fahren wir halt da mal weiter. Da haben wir den Punkt gleich hier. Da sehen wir ja schon, wohin wir müssen. Das sollte also jetzt klappen. Hoffen wir mal, dass wir unseren LKW hier nicht mehr umschmeißen. Das wäre dann natürlich ein wenig doof, wenn uns das gleich nochmal passiert. Aber das werden wir ja schon sehen. Ich hoffe jetzt zumindest erstmal nicht, dass das passieren wird. Aber das werden wir schon noch früh genug rausfinden. So, der Straße entlang müssen wir hier. Ah, bleibe ich da stecken? Nein, es geht weiter. Bin ja schon ziemlich froh, dass ich das Spiel nicht auf Simulation spiele. Da hätten wir wahrscheinlich noch größere Probleme. Wären wir wahrscheinlich dann schon 100 Mal irgendwo im Schlamm stecken geblieben. Aber so bleibt uns das ja wenigstens ein wenig erspart. Und es geht relativ flott hier voran. Gut, dann fahren wir mal herunter, unser Holz holen und dann zum Sägewerk. Ah, da scheint es hier ganz schön matschig zu sein, hier bei der Einfahrt. So. Mittlere Holzstämme wollen wir. Ja, das ist die Handbremse drinnen. Die Handbremse. Jetzt ist die Frage, komme ich da rum? Nee. Wird sie wohl nicht ausgehen? Aber so klappt das hier schon. So, jetzt legen wir uns wieder mal eine Route fest. Wie viele Dings haben wir da? Sägewerke haben wir denn eigentlich zu beliefern? Weil. So, wie sind wir denn damals da lang gefahren? Eigentlich würde ich jetzt hier sagen, da wieder zurück. Wir sind ja jetzt von da gekommen, glaube ich halt mal. So, dann hier zurück. Dann ah, da kommen wir wieder nicht durch. Das ist das Problem hier wieder. Wie machen wir das denn? Naja, denke mal, wir können hier so oder so nur wieder einmal den gleichen Weg hier versuchen. Aber wir werden das hier ein bisschen riskant machen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ah, jetzt lassen sich diese verdammten Punkte hier wieder nicht löschen.
Den löschen wir. Den auch. Den auch. Da kannst du bleiben, würde ich sagen. Bin mal ganz der Hoffnung, dass es hier vielleicht nicht ganz so tief wird. Ja, aber wir fahren. Aber wie soll ich denn da am besten fahren? Ja, das sehen wir uns dann noch später an, wie wir da am besten fahren werden. Aber jetzt erstmal rauf. Und ganz so ein Problem dürfte das ja gar nicht sein. Zumindest nicht so ein allzu großes Problem. Denn unser Weg ist ja auch nicht gerade so weit. Solange das Wasser nicht allzu tief ist, mache ich mir gar nicht mal so große Gedanken darüber, ob das hier funktioniert oder nicht. Zumindest danken sollten wir auch mal. Dann haben wir ja nur die zwei Sägewerke hier freizuschalten und Werkstätten noch, dann sind wir auch mit der Karte schon fertig. Ich denke, wenn wir jetzt da so einen halbwegs vernünftigen Weg gefunden haben, dann sollte das ja nicht mehr allzu lange hier dauern. Aber hier sieht nicht gerade so gut aus, oder? Naja, allzu schlecht sieht es ja auch nicht aus. Ich denke, dass das hier vielleicht ein ziemlich guter Weg sein könnte. Zumindest bis jetzt mal. Das Wasser hier nicht allzu tief wird, unser LKW hier keinen Schaden nimmt, können wir, denke ich, so halbwegs zufrieden hier sein. In der Realität vielleicht nicht der beste Weg, aber vielleicht auch nicht das schlechteste. Ja, wir versuchen jetzt bis da durchzukommen. Dann geht es ja so nur hier rauf. Und dann natürlich hier der Straße entlang. Erstmal bis hierhin. Ja. Und das überlegen wir uns noch, wie wir das da machen. Auf jeden Fall, ich werde jetzt hier mal versuchen, ein wenig im Wasser zu bleiben, nicht da oben zu fahren. Naja, wenn ich da oben fahren würde, würde der LKW so sowieso umkippen. Aber vielleicht ein wenig weiter am Rand. Ja, vielleicht nicht ganz so schlecht. Hoffe mal, dass wir hier nicht stecken bleiben. Aber kann man denn hier überhaupt stecken bleiben, wenn wir nicht auf Simulation spielen? Da vorne haben wir unseren anderen LKW also umgeschmissen. Also wir sind schon mindestens schon mal gleich weit wie letztes Mal. Aber es sieht doch ganz gut hier aus, wenn das Wasser nicht allzu tief hier wird. Mal Licht an. Dann könnte das ja hier ohne Probleme so funktionieren. Ah, gefährlicher Wasserstand. Komm schon. Ach nee, da ist ein wenig zu tief das Wasser. Aus da. So, das lösen wir gleich wieder mal. Und dann hoffe ich mal, dass wir da raufkommen.
Ja, sieht so aus, als ob wir hier heute das erste Holz abliefern. Ist ja schon mal etwas. Und ab da geht's, sollte es auch wieder ein wenig schneller vorangehen als wie hinten im Wasser. Wenigstens wissen wir jetzt, wie wir mal bis hier hinkommen. Und dass wir hier irgendwelche großen Probleme haben, ist ja auch mal etwas Gutes. Und ab da sehen wir uns nochmals die Karte an. Haben wir zumindest gesagt. Ich würde sagen, hier, hier, hier. Dann nach da. Ja, dann sind wir auch schon da. Also gar nicht mal so ein großes Problem hier. Vielleicht ein paar Folgen noch und wir haben es geschafft hier. Könnten wir auch noch den LKW tanken gehen. Da vorne wollte ich glaube ich runterfahren. Wenn ich jetzt den LKW umschmeißen würde, wäre ich wahrscheinlich ziemlich angepisst. Ah, nee, 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 nee. Das sieht schon wieder nach so einer komischen Schräglage hier aus. Ah, komm. Bitte nicht umfliegen, LKW. Da sollten wir vielleicht ein wenig aufpassen. So, jetzt nach links. Hoffen mal, dass jetzt ab da nicht mehr allzu viel passieren wird. Normalerweise sollte jetzt nicht mehr viel passieren. So, Sägewerk, wo bist du? Ja, da müssen wir links lang. Ah, sie ist ja eh schon. So, da wären wir ja. Entladen. Dann müsste hier die Tankstelle sein. So, fahren wir einfach mal Tankstelle noch schnell. Machen wir heute noch. Dann sehen wir ja wenigstens, wie da vorne die Straße aussieht. Handbremse natürlich lösen. Aber es hat ja jetzt eigentlich ganz gut geklappt hier. Wie dann der Weg zum anderen Sägewerk aussehen wird, naja. Aber viel anders können wir ja gar nicht fahren als wie hier. Denke ich mal. Oder haben wir dann oben eine andere Holzausgabe? Könnte ja auch sein. Wenn nicht den ganzen Weg darauf fahren müssen. Vorne jetzt schon die Tankstelle? Nee, kann ja nicht sein, oder? Nee.
Ja, aber es geht ja voran. Aber immer ein Stückchen unserem Ziel näher. Ah, da stecken wir jetzt fest. Sollte jetzt wieder gehen ohne Winde. So Leute, einmal voll tanken bitte. Ja, schön. Ja Leute, das war's dann auch für heute. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, ein Abo und ein Like da zu lassen. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.